بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ثم أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht, wo wir insha'Allah ta'ala unsere Reihe über die Prophetengeschichten fortsetzen wollen. Und wir hatten in der letzten Woche angefangen, über die Geschichte eines gewaltigen, ja wenn nicht sogar eines der gewaltigsten Propheten überhaupt zu sprechen. Und zwar über die Geschichte von Ibrahim alayhi salam. Über die Geschichte von Ibrahim a.s. Und wir hatten letzte Woche eine Einführung gemacht über die Stellung dieses Propheten bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dass es sich hierbei um einen Propheten handelt, der die Stufe des Khalilullah erreicht hat, des engen Freunden Allahs. Das heißt, das Khalilullah, er hat die Stufe des Khalilullah, des engen Freundes Allahs erreicht. Allah Ta'ala, er hat ihn bezeichnet als eine Ummah, eine Gemeinschaft, ein Mann, der eine ganze Gemeinschaft verkörpert. Ein Mann, der eine ganze Gemeinschaft verkörpert. Allah Ta'ala, er hat ihn bezeichnet als Hanif. Jemand, der sich vom Götzendienst abwendet und dem Ein-Gott-Glauben und der Ibade des einzig wahren Gottes zuwendet, welche sich, also dass er sich voll und ganz Allah subhanahu wa ta'ala zugewandt hat. Wir haben gesagt gehabt, dass er zu den 5 Ulil Azm unter den Propheten gehört, die eine besondere Entschlossenheit hatten. Und wir hatten gesagt gehabt, dass vieles von dem, was wir heutzutage als Muslime tun, auf ihn zurückzuführen ist. Eine gewaltige Stellung, die dieser edle Prophet einnimmt. Und wir wollen, insha'Allah ta'ala, heute mit der Kindheit von Ibrahim alayhi salam beginnen. Und wir hatten letztes Mal schon gesagt gehabt, dass Ibrahim alayhi salam in Ur groß geworden ist und auf die Welt gekommen ist. Ur, eine Stadt des damaligen sumerischen Reiches. Und Sumer, diese Zivilisation, befindet sich im heutigen Irak, im heutigen Zweistromland. Und ist eine der gewaltigsten Zivilisationen der damaligen Zeit gewesen. Ibrahim alayhi salam, er kommt in einer Stadt zur Welt, welche geprägt ist vom Götzendienst. Es wird gesagt, dass in dieser Zeit, wo Ibrahim alayhi salam auf die Welt kam, die Menschen in Sumer über 5000 Gottheiten verehrt haben. Über 5000 Gottheiten verehrt haben. Es gab sogenannte Hauptgötter, aber es gab auch für jede Angelegenheit einen Gott, der dann verehrt wurde. Es gab die Götter, leider, ja, Internet ist schwach, ich kann es nicht ändern, leider. Ah, machen wir ohne Übertragung, heute, das nervt. La haula la quwwata. Abbrechen, okay. Funktioniert nicht. Muss man eine Lösung für finden. Egal, machen wir jetzt einfach weg. Entschuldigt bitte, ciao. So, müssen wir eine Lösung für finden, für das online. Es gab für jede Angelegenheit einen Gott, aber es gab auch bestimmte Hauptgötter, die angebetet wurden, wie die Götter Sin oder Nanna, so hießen die damals, Sin oder Nanna. Das sind so Hauptgottheiten gewesen. Man muss sich das ungefähr vorstellen, wie auch bei den Arabern damals gab es Hauptgottheiten. Die Araber hatten sehr viele Gottheiten gehabt und um die Kaaba herum waren
365 Götzen gewesen. Für jeden Tag gab es eine Götze. Aber es gab sogenannte Hauptgottheiten. Wie hießen denn die Hauptgötter der damaligen Araber? Zur Zeit unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Es wird auch im Koran erwähnt. Al-Lat, Al-Uzza, Manat. Ja, diese drei sind die Hauptgöttinnen gewesen zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, welche von den Arabern angebetet wurden. Und Ibrahim alaihi salam, er wuchs in einer ähnlichen Situation auf. Sein Vater, wie es der Koran sagt, hieß Azar. Und Azar hatte wahrscheinlich, davon müssen wir ausgehen, eine hohe Stellung gehabt damals in Sumer. Sodass er sogar befugt gewesen war, Götzen herzustellen. Und man kann auch davon ausgehen, dass er zum Herrscherhaus der damaligen Zeit eine gute Beziehung hatte. Es gibt einige Überlieferungen, die darauf hindeuten, die finden wir so nicht im Koran, deswegen brauchen wir sie auch nicht so ausführlich zu erzählen, weil wir nicht wissen, ob das wirklich stimmt oder nicht. Aber es gibt Überlieferungen, dass der damalige Herrscher, und Allah Ta'ala, er spricht auch über ihn im Koran, in Surat Al-Baqarah, nicht namentlich, aber er erwähnt ihn, und sein Name war Nemrut gewesen, oder Nemrut auf Arabisch, dass der damalige Herrscher einen Traum gesehen hatte, wo er gesehen hat, dass jemand kommen wird, der ihm die Macht streitig machen wird. Und er hat Angst bekommen. Und es kam auch ein Stern auf, der sehr, sehr hell leuchtete. Und die Leute haben dann, seine Berater haben ihm gesagt, ja, das deutet darauf hin, dass jemand geboren wird, ähnlich wie in der Geschichte von Musa alaihi salam, der dir dann deine Macht streitig machen wird. Woraufhin er Ur verlassen haben soll, nach Babylon, der Hauptstadt des damaligen sumerischen Reiches, und dann auch den Vater von Ibrahim alaihi salam zurück nach Ur geschickt hat, unter der Voraussetzung, dass er kein weiteres Kind zeugt, was er dann auch versprochen hat, was dann aber nicht funktioniert hat. Und er hat dann Ibrahim alaihi salam auf die Welt gebracht, der in einer Höhle in den ersten Jahren aufgewachsen sein soll. Allahu a'lam, wie sehr das stimmt oder nicht. Der Koran erwähnt es nicht, deswegen ist es erst einmal nicht wirklich wichtig für die Geschichte von Ibrahim alaihi salam. Was wichtig ist, ist, dass Ibrahim alaihi salam, und das bestätigt dir der Koran, an einem Ort auf die Welt gekommen ist, wo falschen Gottheiten gehuldigt wurde und diese angebetet wurden. Es wurde also Götzendienst betrieben. Man hat Polytheismus betrieben auf höchstem Niveau. Und man muss auch davon ausgehen, dass die damalige Gesellschaft, wie viele andere auch polytheistische Gesellschaften, eine starke Klassengesellschaft gewesen ist. Eine Gesellschaft, in der auch viel Unrecht geschieht. Und was darauf hindeutet, ist die Geschichte, die uns Allah Ta'ala erzählt in einer Eine Ayah in Surat Al-Baqarah, auf die wir noch eingehen werden, insha'Allah ta'ala, aber wo Ibrahim alaihi salam mit den Nemrut, also den Nemrut, den Herrscher der damaligen Zeit, ein Streitgespräch gehabt haben soll, ihn regelrecht herausgefordert haben soll. Und in dieser Geschichte wird ja gesagt, dass Ibrahim zu Nemrut sagte, mein Herr gibt Leben und nimmt Leben. Woraufhin dann Nemrut sagte, ich gebe ebenfalls Leben und nehme Leben. Und was hat er daraufhin getan? Er hat einfach zwei Gefangene genommen, das deutet auf diese Tyrannei hin, dieses Unrecht, hat den einen freigelassen, also ihm sozusagen das Leben geschenkt, und den anderen hat er einfach hinrichten lassen. Und damit Ibrahim zu beweisen, schau mal, ich kann ebenfalls Leben geben und Leben nehmen. Woraufhin Ibrahim alaihi salam dann ein anderes Argument gebracht hat, das mit der Sonne, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Also wir müssen auch davon ausgehen, dass nicht nur Götzendienst betrieben wurde in der damaligen Gesellschaft von Ibrahim alaihi salam, sondern dass auch viel Unrecht geschehen ist. Ibrahim alaihi salam, er wächst jetzt unter diesen Umständen auf. Er ist ein Kind seiner Zeit, kennt natürlich seine Gesellschaft, weiß, was die Menschen machen, aber sobald er ein gewisses Alter erreicht, wo er selbst auch schon reflektieren kann und nachdenken kann, fängt er an, diese Dinge in Frage zu stellen. Und hier gibt es jetzt eine sehr, sehr schöne Stelle im Koran. Wir wissen nicht genau, in welchem Kontext das geschehen ist. Und es gibt unterschiedliche Meinungen unter den Gelehrten, ob Ibrahim alaihi salam hier mit sich selbst spricht und reflektiert und nachdenkt und Allah Ta'ala das wiedergibt, um somit zur Erkenntnis zu gelangen, dass der Götzendienst falsch ist und dass es nur einen Gott geben kann.
Oder ob Ibrahim alayhi salam versucht, seinen Vater und sein Volk davon zu überzeugen und dabei diese Argumente liefert. Wir wissen es nicht genau. Ich habe es jetzt in diesem Kontext gebracht, dass Ibrahim alayhi salam zur Erkenntnis gelangt. Und wir wollen uns diese Ayat einmal anschauen in Surat Al-An'am, der Surat Nummer 6, ab dem Vers Nummer 74. Wo Allah subhanahu wa ta'ala folgendes sagt. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. Und als Ibrahim zu seinem Vater Azar sagte, nimmst du denn Götzenbilder zu Göttern? إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Gewiss, ich sehe dich und dein Volk in deutlichem Irrtum. Vielleicht ist es das erste Mal gewesen, dass Ibrahim a.s. hier mit seinem Vater darüber spricht. Und jetzt kommt genau dieser Teil der Geschichte, wo Allah Ta'ala darüber berichtet, wie Ibrahim a.s. jetzt einen Gottesbeweis herleitet. Sich selbst beweist, dass es nur einen einzigen Gott für dieses Universum geben kann. Noch einmal, wir wissen nicht, ob das vor seinem Gespräch mit seinem Vater geschehen ist oder danach. Aber Allah Ta'ala, er berichtet davon. Und Allah Ta'ala, er sagt, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ. Und so zeigten wir Ibrahim das Reich der Himmel und der Erde und damit er zu den Überzeugten gehöre. Ja, Salam. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns jetzt hier an dieser Stelle auf, dass er Ibrahim die Möglichkeit gegeben hat, zu reflektieren, nachzudenken. Das, was Ibrahim alayhi salam hier macht, kann eigentlich jeder machen. Aber das, was Ibrahim alayhi salam von einem normalen Menschen unterscheidet, ist, dass Allah ta'ala ihn wirklich dabei unterstützt hat, gefördert hat, ihm das eingegeben hat, es genau auf diese Weise zu tun, um zu dieser Gewissheit zu gelangen. Und nach der Gewissheit sollte ein jeder Mensch streben. Ich als Muslim sollte nach der Gewissheit streben. Ich sollte mir immer wieder die Frage stellen, warum bin ich Muslim? Weil erst dann, wenn ich verstanden habe, warum ich Muslim bin, werde ich den Islam auch bewusst praktizieren. Wenn ich den Islam aber nur aus Tradition heraus praktiziere, dann werde ich niemals ein Bewusstsein erlangen können. Ich werde niemals den Islam so praktizieren, wie es Allah Ta'ala eigentlich von mir will, nämlich als Gottergebenheit, als absolute Hingabe zu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Viele Muslime heutzutage praktizieren den Islam, aber nur oberflächlich. Verstehen aber gar nicht, warum sie den Islam praktizieren. Sie beten vielleicht auch, aber verstehen nicht wirklich, warum sie beten. Und deswegen verändert sich auch nicht viel in ihrem Leben. Derjenige, der aber den Islam praktiziert, weil er zu der Erkenntnis gelangt ist, dass es nur einen Gott in diesem Universum gibt. Dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wirklich der Gesandte Allahs ist. Verstanden hat, warum Allah Ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und all die anderen Propheten gesandt hat, der wird eine ganz andere Einstellung zur Religion haben, als derjenige, der sich nie darüber Gedanken gemacht hat, selbst wenn er ein gebürtiger Muslim sein sollte. Und Allah Ta'ala, er wollte, dass Ibrahim alaihi salam jetzt die Stufe des Yaqin, der absoluten Gewissheit erlangt. Und zwar einfach durch Nachdenken, durch Reflektieren. Ja, man kann mit einem gesunden Menschenverstand zu der Gewissheit kommen. Und immer dann, wenn vielleicht mal Zweifel aufkommen sollte, muss man eigentlich sich immer wieder diese Argumente vor Augen halten. Man wird wieder sofort zu diesem Yaqin, zu dieser Gewissheit gelangen, dass es einen Schöpfer für dieses Universum geben muss. Und Allah Ta'ala, er berichtet jetzt, was Ibrahim alayhi salam ganz konkret getan hat. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا. Und wir müssen hier im Hintergrund behalten, er lebt in einer Gesellschaft, wo man an Gott geglaubt hat. Aber man hat an viele Gottheiten geglaubt. Es ist keine atheistische Gesellschaft gewesen, wie wir es heutzutage teilweise haben. Sondern es ist eine Gesellschaft, wo man schon an Gott geglaubt hat. Also er ist davon ausgegangen, es muss einen Schöpfer für dieses Universum geben. Aber gibt es nur einen Schöpfer oder gibt es mehrere Schöpfer? Oder gibt es vielleicht einen Schöpfergott und viele andere kleine Gottheiten? Und er macht sich genau darüber Gedanken. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا. Als die Nacht über ihn hereinbrach, sah er einen Himmelskörper. Ein Stern, wir wissen es nicht, was er genau gesehen hat. Irgendein Himmelskörper. قَالَ هَذَا رَبِّي. Er sagte, das ist mein Herr.
Das ist Allah. Weil der ist größer, leuchtend in der Nacht, größer als die Götzen, die wir auf der Erde anbieten. Also muss das mein Herr sein. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِنِينَ. Als er aber unterging, sagte er, ich liebe nicht diejenigen, die untergehen. Das kann nicht wirklich Gott sein. Weil Gott muss beständig sein, muss ewig sein. Kann nicht einfach verschwinden und plötzlich nicht da sein. Also fällt dieser Stern, den ich gesehen habe, schon einmal weg. Es kann sich nicht um Gott halten. Handeln. Dann, entweder in derselben Nacht oder an einem anderen Tag, wir wissen es nicht genau. فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. Als er dann den Mond aufgehen sah, der aus Sicht der Menschen auf der Erde größer ist als die Sterne, sagte er, dies ist mein Herr. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِينِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ. Als er aber unterging, sagte er, wenn mein Herr mich nicht recht leitet, werde ich ganz gewiss zum irregehenden Volk gehören. Dasselbe Argument, das kann nicht Gott sein. Er ist vergrößer als der Stern, den ich vorher gesehen habe, aber er ist wieder verschwunden. Und Gott kann nicht verschwinden. Der Schöpfer dieses Universums muss immer anwesend sein. Und hier in diesem Moment hat er gemerkt, ich werde die Rechtleitung nicht finden können, ohne die Führung und die Rechtleitung Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist etwas, was ein Muslim verinnerlichen muss. Ich kann mich noch so sehr anstrengen. Ich kann noch so viel tun. Am Ende finde ich nur Rechtleitung, wenn ich mich Allah ta'ala zuwende. Aber es ist so, dass diejenigen, die wirklich aufrichtig suchen, dann auch in der Regel zur Wahrheit gelangen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sie nämlich dabei unterstützt. Aber es ist nicht möglich, wenn Allah ta'ala nicht will. Und warum Allah nicht will, das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Aber am Ende liegt die Rechtleitung in der Hand Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies ist Ibrahim alayhi salam in diesem Moment klar gewesen. Und dann startete er einen dritten Versuch. فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ. Als er dann die Sonne aufgehen sah, sagte er, das ist mein Herr, das ist größer. Die Sonne ist noch größer als der Mond, den ich zuvor gesehen habe. فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. Als sie aber unterging, sagte er, oh mein Volk, ich sage mich ja von dem los, was ihr ihm beigesellt. Jetzt ist ihm klar geworden, all diese Gottheiten, die sie anbeten, die noch viel kleiner sind als die Sonne, die aufgeht, können keine wahren Götter sein. Er ist jetzt durch dieses Gedankenspiel, durch die Überlegungen, die er sich gemacht hat, ist er zu der Wahrheit gelangt, dass es nur einen einzigen Gott geben kann und nicht mehrere Gottheiten. Weil mehrere Gottheiten würde was bedeuten? Würde Chaos im Universum bedeuten. Würde Chaos im Universum bedeuten. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns das auch auf in einer Ayah, wo er darüber spricht, wenn es mehr als einen Gott geben würde, dann würde jeder Gott seine Sache nehmen, seinen Anteil nehmen. Wenn du als Beispiel zwei geniale Maler hast, nehmen wir mal Van Gogh und Picasso. Das sind jetzt unterschiedliche Stile, das ist eine andere Sache, aber nehmen wir mal jetzt einfach diese beiden Maler. Geniale Maler. Und du würdest von ihnen verlangen, ein Gemälde zu malen. Das würde nicht funktionieren, obwohl sie beide geniale Maler sind. Jeder von ihnen kann die schönsten Gemälde malen. Aber beide zusammen werden das nicht können, weil sie unterschiedliche Stile haben, weil sie eigensinnig sind in ihrem Stil. Und dementsprechend würde was entstehen? Chaos. Es kann nicht sein, dass es mehr als einen Gott gibt. Es kann nicht sein, dass es mehr als einen Schöpfer gibt. Wenn es Gott gibt, dann kann es nur einen einzigen Gott geben. Weil alles andere würde keinen Sinn machen. Weil am Ende Gott nur dann Gott sein kann, wenn er seinen Willen durchsetzen kann. Eine der wichtigsten Eigenschaften Gottes ist was? Ist die Irade. Ist der Wille. Und wenn jetzt ein Gott seinen Willen gegenüber den anderen Gott durchsetzen würde, dann wäre der andere Gott kein Gott. Oder?
Dann wäre nur derjenige, der seinen Willen durchsetzen konnte, der wahre Gott. Wenn wir uns aber dieses Universum anschauen, dann sehen wir, dass es in sich stimmig ist. Es gibt keine Widersprüche in diesem Universum. Allah Ta'ala, wir haben gestern über Surat al-Mulk gesprochen, wir sind noch nicht zu diesen Ayat gelangt, aber gestern haben wir darüber gesprochen. Und Allah Ta'ala sagt, Alladhi khalaqa sab'a samawat tibaqa. Er ist derjenige, der sieben Himmel übereinander als Schicht gelegt hat und erschaffen hat. Und jetzt, ma tara fi khalqi ar-Rahman min tafawut. Du wirst in der Schöpfung des Al-Erbarmers keine Unterschiede finden, keine Widersprüche. فَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ. Dann schau nochmal hin. Siehst du irgendwelche Risse im Himmel? ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ. Und dann schau noch mehrmals hin. Hier heißt es zweimal, aber damit ist es mehrmals, viermal, immer wieder hingucken. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ. يَنْقَلِبِ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا. Dein Blick wird auf dich ermattet zurückfallen. Du wirst keine Widersprüche finden können. Du wirst sehen, das ist ein Designer. Das ist ein Schöpfer. Alles ist in sich stimmig. Alles ist aufeinander abgestimmt. Und deswegen kann es nur einen einzigen Gott geben. Es kann nicht mehr als einen Gott geben. Ibrahim a.s., er musste sich also nicht beweisen, ob es überhaupt einen Gott gibt, sondern er musste nur was beweisen für sich, dass es nur einen Gott gibt. Weil für ihn war es klar gewesen, es muss einen Schöpfergott geben. Für uns heutzutage müssen wir einen Schritt zurückgehen. Die Frage, die wir beantworten müssen heutzutage, jetzt gerade auch in der westlichen Welt, wenn wir jetzt in Indien leben würden, wäre das vielleicht etwas anderes, aber jetzt gerade in der heutigen Zeit, in der westlichen Welt, stellt sich vielmehr die Frage, gibt es überhaupt Gott oder kein Gott? Das ist die Frage, die sich heutzutage die Menschen stellen. Es gibt immer wieder Menschen, die behaupten, nein, es gibt keinen Gott, es kann keinen Gott geben. Würde es Gott geben, dann könnte es kein Unrecht auf diese Welt geben. So argumentieren sie, dass es keinen Gott geben kann. Ja, das Universum ist durch Zufall entstanden. Das ist die Haupttheorie, die es heutzutage gibt. Durch Zufall. Und auch hier kann ich mit einem ganz einfachen Gedankenspiel aufzeigen, dass diese Zufallstheorie völlig absurd ist. Gar keinen Sinn macht. Das Dümmste ist, was man sich überhaupt vorstellen kann. Weil es nämlich jeglicher Form von Logik widerspricht. Und jeder Beobachtung, die wir Menschen machen, widerspricht. Alles, was wir in diesem Universum kennen, ja, widerspricht dem, was diese Zufallstheorie behauptet. Ich muss kein Wissenschaftler sein, um das widerlegen zu können für mich selbst. Ich kann es vielleicht wissenschaftlich, wenn ich jetzt mit einem Wissenschaftler zusammensitzen würde, vielleicht könnte ich ihn nicht widerlegen, weil er einfach sich besser in seiner Materie auskennt. Aber mein gesunder Menschenverstand sagt mir, das ist Unsinn. Weil ich nämlich als Mensch unterscheiden kann zwischen etwas, was von einem Menschen oder von jemandem anderen erschaffen wurde und etwas, was durch Zufall entstanden ist. Da gibt es viele Beispiele. Nehmen wir mal einfach mal ein Kartenhaus. Und dieses Beispiel habe ich im Übrigen, ich habe gestern auf diesem Vortrag hingewiesen von Bruder Marcel Krass. Ja, da hat er auch einige schöne Beispiele. Ich kann euch nur raten, diesen Vortrag zu schauen. Zufall, was? Schöpfung, VS, was? Kontra? Wie hieß nochmal der Vortrag? Ich habe das gestern gesagt. Ja. Schöpfung kontra Zufall, irgendwie sowas. Gucken wir mal bitte nach. Also ich kann euch nur empfehlen, diesen Vortrag zu gucken. Sehr guter Vortrag, der nochmal auch wirklich sehr schön mit schönen Beispielen darauf eingeht. Guckt mal bitte nach, wie der Vortrag genau heißt. Zufall, was? Zufall kontra Schöpfung. Zufall kontra Schöpfung. Zufall. Das ist ein relativ neuer Vortrag. Guckt euch den mal an, inshallah. Ihr werdet davon profitieren, wie ist denn der Herr. Ein ganz einfaches Beispiel. Ein Karten. Ich habe jetzt eine Packung Karten. Gut. Wenn ich jetzt diese Karten auf dem Boden sehen würde, einfach zerstreut, dann würde ich davon ausgehen, dass die Karten hier zufällig einfach auf den Boden gefallen sind, oder? Aber nehmen wir mal an, ich sehe diese Karten und sie sind zu einem Kartenhaus zusammengefügt worden. Und ich sehe dieses Kartenhaus, aber ich habe nicht gesehen, wer dieses Kartenhaus gebaut hat. Könnte es theoretisch ein Zufall sein? Könnte es theoretisch, rein theoretisch, mathematisch gesehen, ja. Aber mein Verstand sagt mir, das ist eigentlich ausgeschlossen. Niemals könnte dieses Kartenhaus von sich entstanden sein. Geht nicht. Das ist nur ein Kartenhaus. Es ist nur was?
ein Gartenhaus. Und jetzt will man uns weismachen, dass dieses Universum, was in sich stimmig ist, was so genial erschaffen wurde, dass es uns jeden Tag überrascht, dass wir jeden Tag neue Dinge herausfinden über dieses Universum, wie perfekt es erschaffen wurde, dass dies durch Zufall entstanden sein soll. Dass der Mensch in seiner Komplexität durch Zufall entstanden sein soll, der aus Abermillionen von Zellen besteht. Jede Zelle ist in sich ein Wunder. Und das ist durch Zufall entstanden. Wenn ich mir einfach darüber Gedanken mache, merke ich, das kann nicht sein. Weil all meine anderen Beobachtungen sagen mir, so etwas kann nicht durch Zufall entstehen. Egal was ist. Ein Buch, was ich hier habe, kann nicht durch Zufall entstehen. Funktioniert nicht. Ja, selbst wenn ich nur eine Seite dieses Buches nehme. Kennt ihr das, wenn ihr am Computer sitzt und dann aus Versehen fällt irgendwie, weiß ich, irgendwas auf die Tastatur und dann kommt so eine Buchstabenfolge hintereinander? Habt ihr jemals erlebt, dass diese Buchstabenfolge Sinn macht? Du hast erlebt, dass sie Sinn macht? Glaube ich nicht. Ja, da ist der kleine Junge, hä? Glaube ich nicht, ja? Da kommen irgendwelche Zeichen. Ja, du kannst es nicht mehr lesen. Zufall. Ja? Es wird niemals ein vernünftiger Satz dabei herauskommen. Nicht mal ein einziger Satz. Wenn du Glück hast, vielleicht ein Wort. Aber ein Satz, ein ganzer vollständiger Satz, der Sinn macht, würde nicht dabei rauskommen. Zufall. Egal wie oft du es machst, versuch's mal. Mach's mal 1000 Mal am Tag. Lass mal 1000 Mal an einem Tag, ja, immer wieder, alle 10 Sekunden, immer wieder, sogar schlag immer wieder auf die Tastatur. Und guck mal, ob irgendwann mal ein vernünftiger Satz, ja, dabei rauskommt. Wird nicht funktionieren. Kannst du lange warten. Und dann will man uns sagen, dass durch Zufall eine Zelle entstanden sein soll. Und aus dieser Zelle noch viele andere Zellen und dann Lebewesen und so weiter und so fort. Macht keinen Sinn. Aber man will uns das verkaufen als Wissenschaft. Man will uns das verkaufen als was? Als Wissenschaft. Das sei die Wissenschaft. Ich glaube an die Wissenschaft. Wie kann man an die Wissenschaft glauben? Die Wissenschaft ist doch kein Gott. Die Wissenschaft, wenn sie etwas tut, dann erklärt sie Dinge. Nicht mehr und nicht weniger. Aber sie ist doch nicht an sich ein Gott. Man will uns verkaufen, das sei die Natur. Was ist die Natur? Es ist ein Gott, der über Fähigkeiten verfügt. Und daran erkennen wir Subhanallah. Ja? Allein durch einfache Überlegungen kann ich zu der Erkenntnis gelangen, zu dem Yaqin, dass es für dieses Universum einen Schöpfer geben muss. So wie es Ibrahim a.s. getan hat. Und ich kann zu der Erkenntnis gelangen, dass es nur einen einzigen Schöpfer für dieses Universum geben kann. Nicht mehr als einen Schöpfer. Das geht nicht. Allein durch diese Überlegung. Und Subhanallah, nachdem Ibrahim alayhi salam sich diese Gedanken gemacht hat und zu der Erkenntnis gelangt ist, hat er es gleich umgesetzt. Und es gibt viele Menschen heutzutage, die daran glauben, es könnte einen Gott geben. Aber das Problem ist, sie gehen keinen Schritt weiter. Sie gehen nicht den Schritt, den Ibrahim alayhi salam gegangen ist. Wenn du sie fragst, ja gut, okay, könnte es Gott geben? Ja, es könnte Gott geben. Und jetzt? Willst du dir nicht darüber Gedanken machen, was Gott von dir verlangt hat als Mensch? Was eigentlich deine Aufgabe in deinem Leben ist? Viele sagen, nee, interessiert mich nicht. Sie wollen einfach vor sich herleben. Wenige, nicht wenige machen sich auch lustig darüber. Ja, kommen dann mit Argumenten wie Elon Musk, ich weiß nicht, ob ihr seinen Twitter mitbekommen habt, hat ein muslimischer Bruder aus, ich glaube aus Saudi-Arabien, hat Elon Musk hier angeschrieben auf Twitter. Hat ihm gesagt, guck mal, Allah hat dir so viel gegeben, willst du nicht dafür mal Dankbarkeit zeigen? Und er meinte, nee, brauche ich nicht. In der Hölle sind sehr viele interessante Menschen. Ja? Die machen sich dann lustig darüber. Sie machen sich dann lustig darüber. Aber die Sache ist die Wahrheit, sie ist alles andere als lustig. Die Wahrheit ist alles andere als lustig. Die Wahrheit wird eintreffen, ob du willst oder nicht. Das ist einfach so. Du kannst bestimmte Dinge wahrhaben. Oder du kannst sie nicht wahrhaben. Aber sie passieren. Der Tod kommt. Du kannst dein Leben lang den Tod verleugnen. Aber wenn er kommt, dann kommt er, oder? Ist völlig egal, ob du an ihn glaubst oder ob du an ihn nicht glaubst. Und genauso auch die Auferstehung, sie kommt. Ist völlig egal, ob du an sie glaubst oder nicht glaubst. Sie wird kommen. Und genauso auch die Hölle und das Paradies. Es ist völlig egal, ob du an sie glaubst oder nicht glaubst, ob du dich lustig machst über sie oder ob du dich nicht über sie lustig machst. Am Ende wird es kommen und du wirst vor Allah stehen. Und er wird dich zur Rechenschaft ziehen. Dann hast du dich lustig gemacht in der Dunya, aber wenn du dann erst einmal in ihr wisst, möge Allah uns davor bewahren, dann ist das alles andere als lustig. Das ist genauso wie Leute, die sich lustig machen, weiß ich nicht, darüber ein Amoklauf oder irgendetwas anderes Schlimmes und sich dann lustig machen, haha, wenn es dann aber passiert, dann ist das alles andere als lustig.
dann lacht man nicht mehr. Das ist die Wahrheit. Und subhanallah, viele wollen nicht diesen Schritt machen, den jetzt Ibrahim alaihi salam gemacht hat. Und zwar von dem Tawhid al-Rububiyyah, dass ich akzeptiert habe, es muss einen Schöpfergott für dieses Universum geben, zum Tawhid al-Uluhiyyah. Merkt euch diese beiden Begriffe. Tawhid al-Rububiyyah ist meine Erkenntnis als Muslim, dass es einen einzigen Schöpfergott gibt für dieses Universum. Aber das allein reicht nicht aus. Weil das haben sogar die Muschrikun zur Zeit des Propheten akzeptiert. Nur sie haben sich dann andere Götter genommen. Sie wussten, es gibt nur einen Gott, der erschaffen hat, aber sie haben dann noch andere Götter angebetet. Allein das reicht nicht aus, zu sagen, ich glaube zwar an Gott, aber ja, lebe trotzdem mein Leben. Das reicht nicht aus. Sondern ich muss mir Gedanken machen, was will Allah von mir? Und das ist dann was? Tawhid al-Uluhiyyah. Ich wende mich Allah zu. Und genau das hat Allah Ta'ala, hat Ibrahim alayhi salam getan. Inni wajjahdu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-arda hanifa wa ma ana min al-mushrikin. Ich wende mein Gesicht dem zu, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, als Anhänger des rechten Glaubens. Und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Ja, Salam. Das ist das, was wir brauchen heutzutage. Viele Muslime heutzutage leben nur die eine Form von Tawhid. Sie glauben zwar an Gott, sie glauben an den Propheten, aber sie setzen nichts von dem um. Das allein reicht nicht aus. Sondern ich muss diesen zweiten Schritt machen. Allah dann auch wirklich anbeten. Und das ist doch genau das, was wir jeden Tag in Surat Al-Fatiha aufsagen, indem wir sagen, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Dich allein beten wir an und dich allein bitten wir um Unterstützung. Da müssen wir hingelangen. So wie es Ibrahim alayhi salam getan hat. Ibrahim alayhi salam. Wir wissen auch nicht genau, wann das gewesen ist. Aber es könnte sein, dass es auch in dieser Anfangsphase war. Seiner Findungsphase, wo er zu diesem Yaqin gelangt ist, zu dieser Gewissheit gelangt ist. Ibrahim alayhi salam, er wollte von Allah subhanahu wa ta'ala noch mehr. Er wollte nicht nur diese Gewissheit, welche auf Gedanken basiert und Überlegungen, sondern er wollte die Gewissheit, welche auf einer Beobachtung, einer konkreten Beobachtung basiert. Wir haben im Koran drei Arten von Yaqin. Wir haben im Koran drei Arten von Gewissheit. Weiß jemand von euch vielleicht, welche Arten und Stufen von Gewissheit es gibt? Es gibt drei Stufen von Gewissheit von Yaqin. Es gibt einmal Ilmul Yaqin. Ilmul Yaqin heißt, das wichtige Information, schreibt euch das auf. Ilmul Yaqin bedeutet die Gewissheit, die entsteht durch das Wissen. Barakallahu fik. Die Gewissheit, die entsteht, das ist die Kamera. Die Gewissheit, die durch das Wissen erlangt wird. Genauso wie hier in dieser, gerade in diesen Ayat. Er hat sich Gedanken gemacht. Er hat sich Wissen angeeignet und mit diesem Wissen ist er zu der Erkenntnis gelangt, dass es nur einen Gott geben kann. Das ist was? Ilmul Yaqin. Dann gibt es aber noch eine weitere Stufe. Es gibt noch ein Geschenk noch dazu. Es gibt noch eine weitere Stufe, die noch stärker ist als Ilmul Yaqin. Und das ist was? Ein Al-Yaqin. Was heißt denn Ein auf Arabisch? Was heißt Ein? Auge. Die Gewissheit, welche ich erlange durch meine Beobachtungen, die ich gesehen habe. Das ist nochmal eine Stufe höher. Ein Beispiel. Wenn ich vom Krieg beispielsweise in der Ukraine höre, ich habe nur davon gehört, ich habe es nicht selbst gesehen, dann ist das was? Ja, ich habe mir so viele erzählt, ich höre das immer wieder in Nachrichten, dann ist das was? Ilmul Yaqin. Ich weiß davon, alle erzählen davon, dass es Ilmul Yaqin. Wenn ich aber jetzt vor Ort wäre und das vom Weiten beobachten würde, als unabhängiger Beobachter, dann wäre das was? Ainul Yaqin. Ich bin jetzt als Reporter vor Ort zum Beispiel und beobachte das Ganze von Weitem aber. Und jetzt gibt es noch eine dritte Stufe von Yaqin. Welche ist das? Das ist Haqqul Yaqin. Das ist die Wahrheit oder die Gewissheit, welche ich durch das Erleben
durch das Erleben, durch das wahre Erleben erlange. Also ich bin mittendrin. Jetzt unser Beispiel mit dem Krieg. Ja? Ich bin plötzlich eine Partei im Krieg. Ich kämpfe. Da bin ich nicht mehr nur ein Beobachter, sondern was? Ich kämpfe mit. Also ich spüre es an eigenem Leibe. Ich habe Familie, die stirbt oder ich sterbe selbst oder wie auch immer, werde verletzt. Das ist was? Haqqul yaqin. Das ist dann die höchste Stufe von Gewissheit. Ainul yaqin erlange ich durch was? Durch Wissen. Wie? Hier bei Ibrahim alayhi salam. Ich meine Ainul yaqin, entschuldige bitte. Ainul yaqin erlange ich durch was? Indem ich eine Sache selbst sehe, beobachten kann. Ich habe es selbst gesehen. Und Haqqul yaqin erlange ich, indem ich es selbst erlebe am jüngsten Tag. Das ist Haqqul yaqin. Und Ibrahim alayhi salam, er wollte unbedingt die Stufe des Ainul Yaqin erreichen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er berichtet jetzt hierüber in Surat Al-Baqarah. Und wir wissen, wie gesagt, nicht genau, wann das geschehen ist. Aber gehen wir mal davon aus, es ist ein Teil seiner Findungsphase. Und Allah ta'ala, er sagt in der Ayah Nummer 260 von Surat Al-Baqarah, der Surah Nummer 2, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. Und als Ibrahim sagte, mein Herr, zeige mir, wie du die Toten lebendig machst. Ah, subhanallah, er wäre jetzt noch einen Schritt weiter. Es gibt jetzt verschiedene Überlegungen, wieso Ibrahim alayhi salam das verlangt hat. Aber eines ist sicher, er hat das nicht verlangt von Allah, weil er Zweifel hatte, sondern er wollte seinen Yaqin noch einmal bekräftigen und untermauern. Und deswegen, Allah fragt ihn, قَالَ أَوَّلَمْ تُؤْمِنْ. Er sagte, glaubst du immer noch nicht? Oder hast du noch nicht geglaubt? Hast du noch nicht sozusagen Glauben verinnerlicht? Qala bala. Er sagte doch. Walakin liyatma'inna qalbi. Doch, aber ich frage, damit mein Herz Ruhe findet. Ya salam. Und Allah Ta'ala, er gewährt ihm diesen Wunsch. Und was verlangt Allah Ta'ala jetzt von ihm? Er verlangt folgendes. Qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayk. Allah sagte, so nimm vier von den Vögeln und zieh sie dann her zu dir. Hierauf setze auf jeden Berg einen Teil von ihnen. Hierauf rufe sie, so werden sie zu dir herbeigeeilt kommen. Und wisse, dass Allah allmächtig und allweise ist. Was ist das jetzt? Was bedeutet das Ganze? Und zwar, Allah Ta'ala, er wollte ihm jetzt zeigen, wie Totes zur Lebendigen erweckt wird vor seinen Augen. Subhanallah. Und er hat von ihm verlangt, entweder einen Vogel, da gibt es unterschiedliche Interpretationen, dann zu schlachten und in vier Teile zu schneiden und ihn auf vier verschiedenen Bergen, Westen, Osten, Norden, Süden, dann zu verteilen. Überall ein Stück des Vogels. Oder vier Vögel, die er ebenfalls schlachten sollte, wobei er die Köpfe bei sich behält und dann die toten Körper der Vögel auf vier Bergen dann verteilen soll und sie daraufhin rufen soll. Und er tat dies. Und sie kamen herbeigelaufen und er hat mit eigenen Augen gesehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala diese Vögel wieder zum Leben erweckt hat. Und genau das ist das, was am jüngsten Tag geschehen wird. Viele Menschen fragen sich, wie kann denn Allah Ta'ala, nachdem unsere Körper zu Staub geworden sind und sich vermischt haben mit anderen Körpern, wie kann Allah Subhanahu wa Ta'ala diese Körper wieder zum Leben erwecken? Genauso wie Allah Subhanahu wa Ta'ala die Vögel, welche verteilt gewesen waren, auf vier Himmelsrichtungen. Auf vier Himmelsrichtungen wieder vor den Augen Ibrahims alayhi salam zum Leben erweckt hat. Genauso wird es auch am jüngsten Tag geschehen. Wie wird es dann am jüngsten Tag sein? Am jüngsten Tag wird es so sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Flüssigkeit, die dem Sperma ähnelt, auf die Erde herabfallen lässt. Und die Menschen, sie werden dann aus der Erde sprießen, genauso wie eine Pflanze aus der Erde sprießt. Und zwar durch den Ujb al-Dhanab. Was ist Ujb al-Dhanab? Ujb al-Dhanab ist ein sehr kleiner Teil vom Steißbein, ja, der nicht verwest. Ich weiß nicht, wie klein dieser Teil ist, ein sehr, sehr kleiner Teil, der nicht verwest, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gesagt hat. Und von diesem Teil, ja, wird dann der Mensch wieder
wieder aus der Erde sprießen. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala hier dies Ibrahim alayhi salam gezeigt hat. Er wollte Ayn al-Yaqin, die Gewissheit durch die Beobachtung erlangen. Ja. Ja, es ist das Steißbein. Rujb al-Dhanab ist der letzte Teil vom Steißbein, so heißt es. Und in dieser Geschichte jetzt oder in dieser Ayah, die wir gerade gelesen haben, zeigt uns eine ganz wichtige Sache. Und zwar, als Muslim sollte ich bestrebt sein, meinen Iman immer wieder aufzufrischen, zu stärken. Das heißt nicht, dass ich unbedingt Zweifel haben muss. Nein, aber ich sollte trotz alledem mich immer wieder mit dieser Thematik auseinandersetzen. Mir immer wieder vor Augen halten, ja, warum muss es Gott geben? Weil der Shaitan, er lässt mich dies vergessen. Und dann komme ich in eine schwierige Situation und dann denke ich, ja, gibt es denn Gott wirklich? Wie kann das denn sein, dass mir etwas geschehen ist? Versuch deinen Iman immer wieder zu stärken durch Argumente, indem du dich mit dieser Thematik auseinandersetzt, indem du dir Gottesbeweise anschaust, indem du dir Gedanken machst über das Universum, indem du einfach mal in den Himmel schaust und reflektierst. Allah Ta'ala, er verlangt von uns zu reflektieren, nachzudenken. قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَ Sprich, ich gebe euch nur eine Sache, die ich euch ins Herz lege. أَنْ تَقُومُ لِلَّهِ مَثْنَا وَفُرَادَ ثُمَّ تَتَفَكَّرُ Dass ihr einfach mal für Allah aufsteht. Allein oder zu zweit. Und euch dann Gedanken macht. Macht dir doch einfach mal Gedanken. Zieh dich mal zurück und mach dir Gedanken über dieses Universum. Wir brauchen das. Gerade in einer Zeit, wo wir immer abgelenkt werden. Durch soziale Medien. Durch YouTube, durch Instagram. Wo wir völlig abgelenkt sind, brauchen wir auch mal Zeit, um uns Gedanken zu machen über diese Haqa'iq, diese Wahrheiten des Universums, damit unser Iman wieder gestärkt ist, so wie es Ibrahim a.s. hier getan hat. Ibrahim a.s. ist jetzt zu der absoluten Wahrheit gelangt. Er hat es selbst mit eigenen Augen gesehen. Jegliche Form von Zweifel, die ohnehin nicht vorhanden gewesen waren, sind ausgeräumt gewesen. Und jetzt ist Ibrahim a.s. bereit, sich seinem Volk zu stellen. Und er beginnt zunächst erst einmal mit seinem Vater und versucht, seinen Vater einzuladen zum Islam. Aber gleichzeitig und parallel dazu fängt er an, mit seinem Volk zu diskutieren. Und diese Diskussion mit seinem Vater und mit seinem Volk, die wollen wir uns inshallah ta'ala dann in der kommenden Woche näher anschauen. Wir können daraus sehr viele Lehren für uns ziehen. Sehr, sehr viele Lehren für uns ziehen im Umgang andere Menschen. Im Umgang mit der Dauer. Ich muss mit meinen Eltern anders umgehen als mit fremden Menschen. Auch wenn meine Eltern vielleicht den Islam nicht kennen, nicht praktizieren, muss ich immer noch anders mit ihnen umgehen, als wenn ich mit jemandem Fremdes Dauer mache. Und versuche ihn darauf aufmerksam zu machen, dass das, was er tut, falsch ist. Aber dies schauen wir uns dann inshallah ta'ala in der kommenden Woche an. تمام بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر